إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار اللهم أجرني وإياكم من النار Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Erschaffer, dem Erhalter, dem Versorger, demjenigen, der niemals stirbt, der ewig lebendig ist und der jede Angelegenheit lenkt zwischen den Himmeln und der Erde. Alles Lob gebührt Allah, unserem Herrn, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Alles Lob gebührt Allah dafür, dass er uns recht geleitet hat zum Islam. Und dies, wallahi, ist eine große Gnade und reicht als Gnade und reicht als Grund dafür, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu danken. Und wir können wie ihm dafür danken, liebe Geschwister im Islam. Meine lieben Geschwister im Islam, ich ermahne mich und euch, Allah ta'ala, Allah den Erhabenen, unseren Herrn, in geziemender Furcht zu fürchten, so wie es ihm gebührt, jalla jalalu. Denn wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala gebührt es, dass man ihn fürchtet. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diesen Tag für uns zu einem gesegneten Tag macht, dass er uns an diesem Tag unsere Sünden vergibt und dass er uns an diesem Tag zu Bewohnern des Paradieses macht. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Meine lieben Geschwister im Islam, wir leben in einer Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit deutlich zutage treten lässt und in der Allah subhanahu wa ta'ala auch die Falschheit deutlich zutage treten lässt. Für jeden, der ein Herz hat, mit dem er sehen kann, für jeden, der einen Verstand besitzt, sehen wir deutlich in diesen Tagen, was die Wahrheit ist und was Falschheit ist. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns allesamt auf dem Weg der Wahrheit versammelt und dass er uns die Wahrheit als Wahrheit zeigt und dass er uns diese befolgen lässt und dass er uns die Falschheit als Falschheit zeigt und dass er uns diese verneinen lässt und niemals den Weg der Falschheit gehen lässt. Amin. Wir sehen, dass in dieser Zeit mancher, der ein Leben lang entfernt gelebt hat von Allah subhanahu wa ta'ala,
der sich keine Gedanken über Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, der sein Leben lang in Sünden ertrunken ist, der Falsches begangen hat, der Freveltaten begangen hat, der viel Unrecht begangen hat, dass er in diesen Tagen begreift, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn begreifen lässt, was die Wahrheit ist und was das Falsche ist, und dass das Samenkorn des Iman in seinem Herzen aufgeht und dass er seinen Weg in diese Religion hineinfindet. Walhamdulillah. Wir sehen, dass Menschen, die ihr Leben lang betrogen haben, die Alkohol getrunken haben in Massen und um die Wette, die Zina begangen haben, wal'iyadu billah, dass sie auf einmal anfangen, über ihr Leben nachzudenken. Dass sie beginnen, über das Unrecht nachzudenken, was sie begangen haben. Und dass sie sagen, ich möchte heute einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte heute einen anderen Weg gehen. Ich möchte mein Leben nicht länger verschwenden. Ich möchte meine Kraft nicht länger verschwenden für diese Dinge. Und dass er sich Allah subhanahu wa ta'ala mit aufrichtigem Herzen zuwendet und den Weg der Wahrheit geht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Herzen etwas Gutes gesehen hat. Und wir sehen gleichzeitig, liebe Geschwister, dass es unter uns Menschen gibt, die sich selber als Repräsentanten dieser Religion betrachten, die sich selber vielleicht als gefestigte Muslime betrachten, die sich selber auf dem Weg der Wahrheit sehen und offenkundig Frevelhaftes tun, die aufgrund dieses Gefühls, dass sie sich als gerettet sehen, dass sie denken, wir sind doch die Muslime, wir sind doch von Allah geliebt, wir sind doch die Geretteten, dass sich in ihrem Herzen aufgrund dieses Gedankens sündhafter Stolz gebildet hat. Und dieser sündhafte Stolz hat sich über ihre Herzen gelegt, sodass sie ihr eigenes Unrecht nicht mehr wahrnehmen können, sodass sie blind sind gegenüber ihrer eigenen Freveltaten und nur die Fehler der anderen Menschen erkennen. Möge Allah uns bewahren davor. Und dass sie selber sich auf der Wahrheit sehen, während sie den falschen Weg gehen, während sie Falschheit verbreiten und während sie langsam aber sicher sich vom Islam entfernen. Wal'iyadu billah. Wir sehen dies, liebe Geschwister, in diesen Tagen deutlicher als jemals zuvor. Denn dies sind Tage, in denen der Islam offen verkündet wird. Walhamdulillah. Dies sind Tage, in denen jeder Muslim dazu gedrängt wird, einen Standpunkt zu beziehen. In denen jeder Muslim sagt, ja, ich stehe zu diesem Weg. Oder er sagt, nein, das ist nicht mein Weg. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auf diesem Weg festigt und dass er uns Herzen schenkt, mit denen wir sehen können. Und dass er uns Herzen gibt, die empfindlich und sensibel gegenüber den eigenen Sünden sind. Amin, ya Rabb. Meine lieben Geschwister, nicht selten sehen wir das, dass manche, die in muslimischen Familien geboren werden, die von muslimischen Eltern, die sogar den Islam praktizieren, erzogen werden, dass sie denken, sie gehören der Extraklasse an, dass sie denken, sie wären schon vom Feuer gerettet, dass sie denken, ihnen kann nichts mehr passieren. Und doch, liebe Geschwister, und doch begehen sie Sünden. Ein Bruder, der mir sehr nahe steht, er erzählt mir, er trifft einen anderen Bruder. Und das, liebe Geschwister, schaut mal, das sind Merkmale dieser Person. Sie sind es, die andere Geschwister versuchen, auf ihrem Weg zu stoppen. Die versuchen, die Wahrheit nach draußen zu bringen und diese versuchen, sie zu stoppen. Mein Freund kommt mit diesem Bruder ins Gespräch und er fängt an, ihn zu kritisieren und sagt ihm, ja, guck mal, du hast der Bart, das muss nicht sein und dies muss nicht sein und das, was du machst, ist zu streng und das ist nicht gut und das macht keinen guten Eindruck.
und sagt, schau mal, ich, mein Vater hat damals, 1970, hat er in der Stadt sowieso die erste Moschee eröffnet. Er will damit sagen, ich verstehe was von der Religion. Ich bin der Ansprechpartner darin, nicht du. Mein Vater hat damals die Moschee gegründet und ich habe mit ihm dort in der Moschee dies und das gemacht. Und das war die erste Moschee in der Stadt. Und erzählt und erzählt und erzählt über sich und das, was er alles kann und toll und macht. Und am Ende sagt der Bruder zu ihm, okay, komm, lass uns noch ein bisschen irgendwo hingehen. Was er sagt, Bruder, ich habe keine Zeit. Ich habe noch was vor. Was willst du machen? Ja, ich habe einen Termin in der Altstadt. Ich will mir ein Ladenlokal anschauen. Was hast du vor, Bruder? Ja, ich will dort eine Shisha-Bar eröffnen. Er sagt, eine Shisha-Bar eröffnen? Und dort wird Alkohol ausgeschenkt? Ja, aber das ist ja nur Haram. Ich trinke das ja nicht selber, sagt er. Schaut mal, liebe Geschwister, das ist ein Beispiel. Und ich erwähne dieses Beispiel nicht, damit wir uns über diesen Bruder lustig machen. Möge Allah ihn auf den rechten Weg zurückführen. Ich will das als Beispiel bringen, das ist ein Beispiel von vielen. Dass Muslime glauben, nur weil ihr Vater eine Moschee eröffnet hat, nur weil sie irgendwann mal irgendeine Position, eine Pseudoposition unter den Muslimen hatten, dass sie denken, sie sind auf dem rechten Weg und sie merken nicht mehr, was sie für Sünden begehen. Subhanallah, eine Shisha-Bar? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Liebe Geschwister, dies ist eine Krankheit. Das Gefühl des Hochmuts und der Überlegenheit im Herzen ist eine gefährliche Krankheit für jeden Muslim, der seine Religion praktiziert. Ein Muslim beginnt, den Islam richtig zu praktizieren. Er beginnt, den Koran zu lesen. Er beginnt, die Ahadith zu lesen. Er beginnt, den Fiqh zu lernen, die Aqidah zu lernen und er fühlt sich auf einmal so stark und gefestigt. Und er hat das Gefühl, Alhamdulillah, ich bin ein richtiger Muslim jetzt. Ich praktiziere diese Religion, ich gehe auf diesem Weg. Und er fühlt sich so stark darin. Doch, dies führt dazu, dass er in seinem Herzen das Gefühl bekommt, dass er anderen überlegen ist. Und das gibt ihm das Gefühl des Stolzes, eines falschen Stolzes. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, keiner von uns kann sich davon freisprechen. Und ich warne mich und euch davor. Ich warne mich und euch davor, diesen Weg zu gehen. Wir sind nur Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala insha'Allah recht geleitet hat. Und wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala jede Sekunde unseres Lebens dafür danken. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, er hat ein Bittgebet gesprochen zu seinem Herrn. Er sagte, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O du Wender der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er hat sich nicht sicher gefühlt. Er hat seinen Herrn gebeten, ihn zu festigen auf diesem Weg. Und wir glauben, dass wir das Paradies schon in der Tasche haben. Wir glauben das mit unseren lächerlichen Taten. Was haben wir für Allah subhanahu wa ta'ala wirklich gemacht? Glauben wir haben etwas für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht, nur weil wir vielleicht 5-mal am Tag beten? Und wenn du heutzutage 5-mal am Tag betest, dann schauen dich die Muslime schon an, oh, guck mal, ein Heiliger, der betet 5-mal am Tag. Das ist die Grundpflicht für uns, für jeden Muslim. Und es ist lächerlich, darauf stolz zu sein. Das ist das Mindeste, was du nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern für dich selber, für das Heil deiner eigenen Seele tun kannst. Was tun wir für den Islam? Was hat jeder Einzelne von uns dafür getan, dass der Islam nach vorne kommt? Diese Frage müssen wir uns stellen. Aber der Shaitan bringt uns dazu zu glauben, dass wir in Sicherheit sind, dass wir doch die Repräsentanten dieser Religion sind. Subhanallah, ich war neulich in der Moschee zum Freitagsgebet und ein Bruder kommt danach zu mir und er hat sich aufgeregt über einen
Imam, der in einer Talkshow war, ich möchte nicht über Namen reden, der eine oder andere wird sich vielleicht denken, wer gemeint ist. Ein Imam, der in einer Talkshow war, und er sagt über ihn, sinngemäß diese Pfeife, was hat er denn da schon gut? Wenn ich da gewesen wäre, ich hätte das und das und das und das gesagt, ich hätte dieses Argument gehabt und dieses Argument gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich habe es nicht gesagt, ich habe mir nur gedacht, Bruder, wenn du das wirklich hättest tun wollen, dann hättest du dir in deinem Leben Mühe gegeben, dass du überhaupt in eine Position kommst, dass du in diese Talkshow eingeladen wirst. Als Vertreter der Muslime. Aber du bist beschäftigt jeden Tag mit Kaufen und Verkaufen, mit deiner Frau und deinen Kindern oder irgendetwas. Und du kritisierst einen Imam, der jahrelang studiert hat, der jeden Tag für das Wohl der Muslime sich einsetzt, Unterrichte gibt und dafür, damit wirkt, dass diese Umma wieder nach oben kommt. Und du sprichst über ihn abfällig. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Schaut, liebe Geschwister, diese Situation, diese Beispiele zeigen die Krankheiten in uns. Dass man glaubt, man wäre oben, man wäre groß. Man soll sich selber fragen, was hat man für diese Religion überhaupt getan? Glauben wir, wir sind Salafi, wir folgen den Salaf, wir sind Nachfolger der Salaf auf die beste Art und Weise, nur weil wir unsere Manhaj auswendig gelernt haben, nur weil wir unsere Aqida auswendig gelernt haben, nur weil wir die Kategorien des Tauhid auswendig gelernt haben. Wallahi, das Auswendiglernen dieser Dinge bringt dir bei Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nichts, solange du es nicht in die Tat umsetzt. Und das Leben der Salaf, unserer Vorfahren, die unsere Vorbilder sind, die besten Muslime waren, wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben hat, und auch Allah subhanahu wa ta'ala hat sie im Koran als die besten Muslime beschrieben. Sie waren die besten Muslime, nicht weil sie sich den ganzen Tag in Aqida-Angelegenheiten miteinander gestritten haben, in irgendwelchen Detailangelegenheiten. Sie waren die Besten, weil sie die richtige Aqida hatten und diese in die Tat umgesetzt haben und weil sie dabei das beste Verhalten hatten, den besten Charakter hatten, die beste Art und Weise hatten, wie sie miteinander umgegangen sind. Sind wir wirklich stolz darauf, wenn wir sagen, wir folgen den Salaf? Wallahi, wenn wir es wirklich tun, können wir stolz darauf sein. Aber wenn wir es wirklich schaffen sollten, so werden wir es nur schaffen, liebe Geschwister, durch die Gnade Allahs subhanahu wa ta'ala und nicht durch unsere eigene Kraft oder durch unseren eigenen Willen. Wir sagen, wir folgen den vorangegangenen, rechtschaffenen. Folgen wir ihnen wirklich? Folgen wir ihnen wirklich? Wie waren diese Menschen? Beschäftigen wir uns wirklich mit diesen Menschen? Oder sind das nur Worte aus unseren Mündern, dass wir sagen, ja, wir folgen den Salaf? Wallahi, die meisten von uns, sie reden miteinander in einem Ton, wo die Salaf sich geschämt hätten, überhaupt solche Worte in den Mund zu nehmen oder darüber nachzudenken, solche Worte in den Mund zu nehmen. Wir sehen in Internetforen, wo Leute, Muslime, die sich diesem Weg zuschreiben, die sagen, wir gehören Ahl Sunnah wal Jama'a, dass sie mit Worten miteinander reden oder über andere Muslime urteilen, mit Schimpfwörtern, mit Worten, wo sich andere unserer Salaf geschämt hätten, überhaupt so etwas in den Mund zu nehmen. Das macht unseren Weg aus. Man kann es sich einfach machen und sagen, wir haben unseren Manhaj, wir wissen genau, wir gehen nach Koran, wir gehen nach Sunna und wir begreifen diese Dinge, diese Quellen, genauso wie die Sahaba, wie die Tabi'in es begriffen haben. Aber setzen wir das auch so um? Gehen wir miteinander so um, wie diese Menschen, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, miteinander umgegangen sind? Schaut mal. Ein einziges Beispiel. Uthman, radiallahu anhu. Uthman, der dritte Kalif.
der Muslime. Ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert im Muslim, ist sahih, alhamdulillah. Aisha radiallahu anha, sie berichtet uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Hause war. Und er lag und es war ein Teil seiner Beine war entblößt. Dann klopfte es an der Tür und es wurde gefragt, wer ist dort? Es wurde gesagt, Abu Bakr ist dort, radiallahu anhu. Abu Bakr trat ein und der Gesandte Allahs, er blieb in seiner Position liegen, mit seinen Beinen offen. Also einem Teil seiner Beine. Dann nach einer Weile klopfte es an der Tür. Wer kam herein? Umar ibn al-Khattab. Der Gesandte Allahs empfing Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, und er blieb in seiner Position liegen. Dann nach einer Weile klopfte es ein drittes Mal an der Tür, berichtet Aisha, radiallahu anha. Dann hieß es, wer ist dort? Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, setzte sich und machte seine Kleidung zurecht und dann ließ er ihn eintreten. Und später fragte Aisha, radiallahu anha, den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sie sagte ihm, Abu Bakr ist eingetreten und du bliebst liegen. Umar ibn al-Khattab ist eingetreten und du bliebst liegen. Und als Uthman hereinkam, da hast du dich hingesetzt und deine Kleidung zurechtgerückt. Da sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, zu ihr, soll ich mich nicht vor demjenigen schämen, vor dem sich die Engel schämen? Soll ich mich nicht vor demjenigen schämen, vor dem sich die Engel schämen? La hawla wa la quwwata illa billah. Schaut mal, was das für Menschen waren. Könnt ihr euch vorstellen, welches Benehmen dieser Mensch gehabt haben muss, dass die Engel sich vor ihm schämen? Die Engel, die keine Sünde haben? La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, wenn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sich vor Uthman, radiallahu anhu, geschämt hat, was sollen wir dann tun? Dann sollen wir uns vor uns selbst schämen, vor unserem eigenen Verhalten schämen. Und wir sollen uns ein Beispiel an diesen Menschen nehmen und es uns nicht bequem machen und sagen, ich folge diesen Menschen, aber in unserer Art und unserem Umgang ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, Allah bewahre uns davor, dass wir uns sicher fühlen auf unserem Weg. Jeder von uns soll sich jeden Tag zur Rechenschaft ziehen und soll sich selber fragen, ob sein Verhalten das richtige Verhalten ist, ob sein Weg der richtige Weg ist, ob er sich wirklich als würdigen Nachfolger unserer Vorfahren betrachten kann. Jeder soll sich diese Frage stellen und keiner soll es sich bequem machen. Und niemand soll glauben, dass er gerettet ist, nur weil er sagt, ich bin Muslim und ich folge den besten Menschen, die auf der Erde jemals gelebt haben. Vielmehr soll sich jeder von uns fragen, ob er wirklich diesen Menschen folgt. Und ich möchte gleich noch ein paar Tipps geben, wie man sich selber darin überprüfen kann. Aber eine Überlieferung, eine Geschichte, die erzählt wird über Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, möchte ich auch erwähnen. Als er im Sterben lag, da hörte man ihn, und er war halb ohnmächtig, halb wach, hörte man ihn immer wieder sagen, nein, noch nicht, nein, noch nicht. Und nach einer Weile, als er zu Bewusstsein kam, wurde er von seinem Sohn gefragt, so wird es erzählt, O mein Vater, was hast du gemeint damit? Nein, noch nicht. Er sagte, der Shaitan kam zu mir und hat mir gesagt, jetzt hast du mich besiegt. Jetzt hast du mich besiegt. In dieser Zeit, wo er im Sterben liegt, kommt der Shaitan zu ihm. Warum?
um ihn zu prüfen, um ihm das Gefühl des Hochmutes, des Stolzes zu geben, sagt er, jetzt hast du mich besiegt. Was sagt Imam Ahmad? Er sagt, nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Warum? Weil er noch am Leben war. Weil er noch am Leben war. Er hat sich selber vor diesem Hochmut bewahrt. Deswegen sollen wir selber uns vor diesem Hochmut bewahren, liebe Brüder. Bei Allah, die tugendhaften Vorfahren sind ein Wegweiser für uns. Und wer ihrem Weg folgt, er hat die besten Chancen, das Paradies zu erreichen. Und jeder von uns sollte sich bemühen, ihrem Vorbild und ihrem Beispiel zu folgen, so gut er kann. Denn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er berichtet uns in einem authentischen Hadith, dass diese Umma, die Umma von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass sie sich in 73 Gruppierungen spalten wird, von der jede Gruppe im Feuer landen wird, außer einer. Außer einer. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er wurde von seinen Sahaba, von seinen Gefährten gefragt, um was ist diese Gruppe? Er sagte, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Er sagte, das ist die Gruppe, die auf dem Weg ist, auf dem Verständnis ist, auf dem ich heute bin und meine Gefährten. Deswegen sollen wir diesem Weg folgen, liebe Geschwister. Aber wir wollen diesem Weg mit ganzem Herzen folgen. Wir wollen diesem Weg mit Verstand und Herz folgen. Wir wollen das Vorbild dieser Menschen verinnerlichen. Und nicht nur theoretisch. Wir haben von dieser Theorie nichts. Wir wollen es praktisch, in der Praxis, in unserem Leben umsetzen, liebe Geschwister. Denn was ist das Ziel davon? Was ist überhaupt das Ziel davon? Das Ziel davon ist es, dass du die beste Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Dass du die beste Beziehung zu deinem Herrn bekommst. Du wirst die beste Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, wenn du ihrem Weg folgst. Wie können wir ihrem Weg folgen? Indem wir uns mit ihnen beschäftigen. Indem wir uns mit der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigen. Subhanallah, viele von uns, sie beschäftigen sich sehr viel mit irgendwelchen wissenschaftlichen Themen im Islam und das ist sehr gut. Wir sollen uns mit diesen Themen beschäftigen. Aber liebe Geschwister, bevor wir uns mit Usul Fiqh beschäftigen oder mit Mustalah Hadith, Hadith-Wissenschaften, sollen wir uns erstmal mit dem Koran und der Sunna beschäftigen und auch der Sira beschäftigen, liebe Geschwister. Das ist für uns ein wichtiger Wegweiser. Wir müssen das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig studieren. Wir müssen das Leben der Sahaba richtig studieren. Viele Missverständnisse, liebe Geschwister, viele, viele Menschen, viele Muslime heute, sie haben falsche Vorstellungen. Sind teilweise auf einem falschen Weg. Warum? Weil sie gar nicht das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen. Und das ist das Problem, was man auch mit uns hat. Deswegen nennt man uns Salafisten, deswegen will man uns ausgrenzen aus der muslimischen Gemeinschaft. Heutzutage bekämpft man nicht mehr den Koran offen. Man bekämpft auch nicht die Sunna offen. Man bekämpft die Art und Weise, wie unsere Vorfahren diese beiden Dinge verstanden haben. Die sagen, nimm ruhig Koran, nimm ruhig Sunna, aber versteh das so, wie du willst oder so, wie wir das wollen. Man versucht nicht, den Koran zu verbieten. Man versucht nicht, die Sunna zu verbieten. Man versucht, das richtige, authentische Verständnis dieser Quellen zu verbieten. Das versucht man zu verbieten. Hiervon versucht man, uns abzuhalten. Und liebe Geschwister, wenn ihr wissen wollt, wo der richtige Weg ist, dann schaut darauf, wovon eure Feinde versuchen, euch abzuhalten. Wenn du siehst, dass dein Feind versucht, dich von einem bestimmten Weg abzuhalten, dann wisse, dann ist das ein Wegweiser für dich. Dann wisse, dass dieser Weg, Wallahu alam, ein richtiger Weg ist. Solange er natürlich auf Koran und Sunna basiert. Deswegen, liebe Geschwister, studiert diese Quellen. Schaut euch das Leben des Sahaba an. Schaut euch das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Wallahi, in der Sira des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam findest du alle Antworten. Findest du alle Antworten für dein Leben. Nicht jeder von uns kann den Koran und die Sunna einfach so verstehen, wie er möchte. Aber wenn du
das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam studierst, wallahi, dir wird ein Licht aufgehen. Wallahi, du wirst sehen, was mit den Ayats gemeint ist. Du wirst sehen, was mit den Ahadith gemeint ist. Das ist ein Wegweiser für uns, liebe Geschwister. Deswegen beschäftigt euch damit. Vertieft euch darin. Und dann werdet ihr sehen, was der klare, richtige Weg ist und was der klare Irrweg ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns heute unsere Sünden vergibt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns heute vor dem Höllenfeuer beschützt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns klare Rechtleitung schenkt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Umma dazu führt, dass sie sich auf ihre Wurzeln zurückbesinnen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Umma zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ihrem richtigen Verständnis zurückführt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er in dieser Umma Menschen entstehen lässt, die wirkliche Nachfolger der Sahaba sind. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir Menschen bekommen, die sind wie Umar ibn al-Khattab, die sind wie Abu Bakr, die sind wie Uthman, die sind wie Ali radiallahu anhuma ijma'in. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns neue Vorbilder schenkt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Werkzeugen macht, diese Religion wieder nach oben zu bringen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Werkzeugen dafür macht, dass die Menschen in diesem Land rechtgeleitet werden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Werkzeugen macht, zu Vorbildern dieser Gesellschaft. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Vorbildern macht, dass die Menschen in dieser Gesellschaft sehen, dass der Islam der beste Weg ist für sie. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Menschen macht, die den anderen Menschen in diesem Land eine Alternative zeigen, die ihnen zeigen, dass der Islam für sie eine Alternative ist, dass der Islam ihre Rettung ist im Diesseits sowie im Jenseits. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns und unsere Familien segnet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Moschee segnet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er in diese Moschee viele Menschen hineinbringt. Viele Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig lobpreisen, die andere Menschen zum Islam einladen. Und dass er von dieser Moschee ausgehend eine neue Bewegung bringt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er alle Brüder, die geholfen haben, diese Moschee ins Leben zu rufen, dass er ihnen ihren Lohn nicht vorenthält. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns allen Aufrichtigkeit im Herzen gibt. Dass er uns allen Ikhlas gibt. Dass er unsere Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten lässt. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns allesamt auf diesem Dien sterben lässt. Amin. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Mujahideen auf der ganzen Welt unterstützt. Dass er ihnen Hilfe gibt. Dass er sie stärkt. Dass er ihnen Kraft gibt gegen die Tyrannen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Tyrannen dieser Welt durch unsere Hände fallen lässt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Kraft gibt, dass wir diese Religion nach vorne bringen. Amin. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقم الصلاة